Ah, eben die Jochenen, das ist der Frühsport. Ich habe gerade vergessen, wie der Kanal hier heißt. Der Frühsport. Ich lasse es drin. Für Samstag, den 11. November 2023. Schönen guten Morgen. Und hello, 11.11. ist hier, ne? Das war also der Einstiegsgag, der völlig unbeabsichtigt jetzt passiert ist. Aber was willst du machen? So, ich bin noch ein kleines bisschen am Hüsteln, aber ansonsten bin ich wieder fit. Ihr seht auch, ich bin wieder ziviler angezogen. Das ist nicht mehr der Bademantel, das ist jetzt wieder ein ordentlicher Hoodie. Und wir schauen mal auf das Sportprogramm vom heutigen Tage. Es gibt einige, was hängt da für ein Gebümmel? Es gibt heute einiges zu sehen und zu verfolgen. Das ist eine schöne Sache, tolles Programm und wir gehen es mal der Reihe nach durch. Fangen an mit dem Fußball, denn der trägt ja samstags erfahrungsgemäß immer zum Programm am meisten bei. Schauen wir ganz kurz auf den gestrigen Abend. Gladbach 4-0 gegen Wolfsburg, Statement gesetzt in der Bundesliga, und in der zweiten Liga verliert Schalke gegen Elversberg und im Topspiel St. Pauli-Hannover passiert nichts. 0-0 in der dritten Liga, Dresden, der Tabellenführer, 5-1 bei Viktoria Köln. Ja, sieht gut aus. Und Verfolgerduell in der Frauenbundesliga, ein 2-2 zwischen Frankfurt und Leverkusen. Das war mal so in aller Kürze das Programm von gestern. Wir schauen auf das von heute. Wir beginnen in der Bundesliga um 15:30 mit 4 Spielen. Bayern München trifft auf den 1. FC Heidenheim. Dann haben wir Augsburg gegen Hoffenheim. Darmstadt gegen Mainz. Hellau am 11.11. Ich bin gespannt. Werde, wenn nichts mehr dramatisch dazwischen kommt, vor Ort sein können. Und bin mal sehr gespannt. Wie sagt die Bilanz von Mainz am 11.11.? Gibt es da eine verlässliche Statistik? Ich habe keine gefunden. Weiß ich auch nicht. Und der VfB Stuttgart, das ist das nächste Topspiel aus der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Hm, so sieht's aus. Alle 4 Spiele live auf Sky Bundesliga oder in der Konferenz, könnt ihr es auch gucken, ebenfalls bei diesem Sender. Dann haben wir Bochum gegen Köln als Topspiel am Abend. Es ist natürlich ein Topspiel im Sinne von, top ist es nicht, aber es ist halt ein Spiel und es ist am Abend 18:30 auch auf Sky zu sehen. Es ist natürlich ein Abstiegsduell, genau wie Darmstadt gegen Mainz. Also das sind jetzt zwei, wir haben an diesem Spieltag wirklich Topspiele und Flopspiele. In diesen beiden Paarungen trifft sich wirklich oder treffen sich die Niederungen der Tabelle. Das muss man fairerweise und genau so ist es halt auch sagen. Ich bin gespannt, was passiert im Abstiegskampf. Da wird sich sicherlich einiges tun in diesem Spieltag. Die zweite Bundesliga gibt es ebenfalls zu sehen bei Sky Sport 13, bei Sky Bundesliga, Verzeihung. 13 Uhr Braunschweig gegen Osnabrück. Also auch da mehr Kellerduell geht ja kaum mehr als das oder geht nicht mehr. Dann haben wir das nächste Topspiel. Holstein Kiel gegen HSV. Wieder zwei Teams aus den Top 5 direkt gegeneinander. Und Paderborn gegen Nürnberg haben wir noch. 13 Uhr alles einzeln oder Konferenz auf den Sky-Kanälen Bundesliga. Und dann um 20:30 Hertha BSC gegen Karlsruhe. Das gibt es nicht nur auf Sky Bundesliga, sondern das gibt es dann eben auch auf Sport 1 im Free TV. Wie gewohnt am Abend zu sehen. Also es gibt nicht wie gewohnt dieses Spiel zu sehen, es gibt wie gewohnt am Samstagabend ein Spiel zu sehen. Und das heißt halt heute Hertha BSC gegen Karlsruhe. Dritte Liga mit 5 Spielen um 14 Uhr und einem sechsten um 16:30 Uhr. Das heißt Borussia Dortmund 2 gegen Lübeck. Ja, findet heute statt um 16:30 Uhr auf Magenta. 14 Uhr die Spiele auch auf Magenta, zwei davon aber auch im Free-TV zu sehen. Und zwar zum einen im Mitteldeutschen Rundfunk, da gibt es den Auftritt von Erzgebirge Aue bei Unterhaching. Aber das vielleicht attraktivste Spiel dürfte heute sein Saarbrücken. Ihr erinnert uns, gegen Bayern München im Pokal gewonnen und jetzt spielen sie gegen 1860 München. Das ist allerdings ein Ligakonkurrent. Das heißt, also da sind sie von Anfang an jetzt kein Underdog. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Das könnt ihr verfolgen im Bayerischen Rundfunk oder auch im SR, im Saarländischen Rundfunk. Dazu exklusiv auf Magenta Bielefeld-Sandhausen, Duisburg-Ingolstadt und Ferl gegen Halle. Die Frauenbundesliga wie immer auf Magenta Sport und auf The Zone parallel. Um 12 Uhr Leipzig gegen Bremen und um 14 Uhr Essen gegen Nürnberg. Wir schauen ins Ausland. Da haben wir zunächst die Premier League. Da gibt es um 13:30 Uhr Tottenham Hotspur, nicht mehr Tabellenführer seit letzter Woche. Die spielen in Wolverhampton. Um 16 Uhr dann Arsenal, noch nicht Tabellenführer und vielleicht auch noch so bald dann dauerhaft nicht. Mal gucken. Gegen Burnley. Pflichtsieg trotzdem. Manchester United trifft auf Luton Town. Und um 18:30 Uhr dann Newcastle United zu Gast in Bournemouth. Frankreich 2, also Sky Premier League, ne? Alles klar. Dann haben wir Frankreich mit 2 Spielen auf The Zone, um 17 Uhr PSG zu Gast in Reims und um 21 Uhr Monaco bei Le Havre. Italien mit den Spielen auf The Zone, da haben wir Milan um 15 Uhr bei Lecce, wir haben um 18 Uhr Juventus gegen Cagliari und das Abendspiel ist nicht weiter interessant. Spanien, auch da gucke ich nur nach Highlights. Tabellenführer Girona spielt um 14 Uhr bei Rayo Vallecano. Das klingt immer noch komisch, Tabellenführer Girona, aber ist bis jetzt noch so. Und wenn sie das gewinnen bei Rayo, bleiben sie auch Tabellenführer.
Dann haben wir ansonsten noch Real Madrid um 21 Uhr gegen Valencia am Abend dann. Ah ja, genau. Und ich wollte noch hinweisen, auf, genau. Es ist jetzt kurz vor Schluss der brasilianischen Fußballsaison. Da ist es so, das wollte ich mal erwähnen, da gibt es einen unglaublich spannenden Titelkampf. Es war, ich verfolge es vielleicht nicht regelmäßig, ich habe auch lange nicht darüber berichtet. Botafogo Rio de Janeiro war hier lange Zeit auf Platz 1 mit einem Riesenvorsprung gestanden und es war nur eine Formsache, dass die jetzt Meister werden. Und jetzt haben die in den letzten Spielen eine Niederlagenserie hingelegt. Die haben, glaube ich, das letzte Mal gewonnen, irgendwann Anfang Oktober oder so. Und verlieren also eins nach dem anderen jetzt. Und jetzt sieht es an der Tabellenspitze so aus, Botafogo ist noch Erster, weil die diesen riesen Vorsprung hatten mit 59 Punkten. Haben aber noch ein Spiel nachzuholen, das muss man auch fairerweise sagen. Dann Grêmio Porto Alegre, ebenfalls 59 Punkte, die haben aufgeholt, jetzt gerade am Wochenende, nicht am Wochenende, unter der Woche jetzt, in einem ganz verrückten Spiel gewonnen in Botafogo mit 4 zu 3, haben jetzt auch 59 Punkte. Dritter Palmeiras, São Paulo. Die haben auch 59 Punkte, haben gerade jetzt unter der Woche verloren gegen Flamengo Rio de Janeiro. Die haben 56 Punkte, aber auch noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen, wären die auch bei 59 Punkten. Und dann haben wir noch Bragantino, das ist der brasilianische Ableger von Red Bull. Die haben 58 Punkte. Auch die standen noch schon weiter oben, haben aber auch noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen, wären sie sogar noch vorbei an diesen ganzen 59ern. Das heißt, die Top 3 Teams liegen momentan bei nicht ausgeglichener Spielanzahl in einem Fenster von 3 Punkten und das Ganze 5 Spieltage vor Tabellen, vor Saisonende. Das wird noch ein richtig heißes Finale und da passt natürlich ganz gut rein, dass die nächsten Spiele jetzt am Wochenende, wir haben Bragantino gegen Botafogo, also sprich gegen den noch Tabellenführer. Das könnte jetzt aber wirklich kippen, da kann Bragantino jetzt wirklich vorbeiziehen mit einem Sieg. Und wir haben das große Duell, das große, na, Derby ist zu viel gesagt, doch Derby, in Rio de Janeiro und zwar Flamengo Rio gegen Fluminense Rio. Das ist ja so eine ganz, ganz wilde Rivalität. Flamengo Fluminense, das habe ich ja dort schon mitbekommen auch, dass da also wirklich, das ist so die stärkste. Wir haben ja 4 große Teams in Rio, Botafogo, die eben noch vorne sind und dann Flamengo und Fluminense. Dann kommt noch dazu Vasco da Gama, die stecken aber im Abstiegskampf jetzt zur Zeit drinne. Aber da wird natürlich Fluminense was dran setzen, die werden kein Meister mehr diese Saison, aber die könnten Flamengo hier ein Bein stellen. Und wer Lust hat, das zu sehen, es gibt zu einer tollen Zeit, 22:30 Uhr, da ist sonst mit Fußball dann irgendwann auch schon durch, aber Sport Digital, die zeigen ja die brasilianische Liga, die haben das Spiel rausgepickt für heute Abend. Ich werde jetzt in den nächsten 5 Wochen auch immer mal auf die brasilianische Liga hinweisen. 22:30 Uhr, wer Lust hat, in die Nacht sich hineinzuschauen mit brasilianischer Liga. Ich kann es empfehlen, da ist momentan richtig Stimmung in der Liga und das ist spannend. Also gerade so dieser Fünfkampf da an der Spitze, das macht schon definitiv Laune. David Luiz wird übrigens nicht spielen bei Flamengo, sehe ich hier gerade. Und Felipe Melo wird auch nicht spielen bei Fluminense, um mal so ein paar Namen. Und Marcelo ist auch verletzt, guck mal. Um mal ein paar Namen reinzuschmeißen, die man vielleicht schon mal gehört hat. So, das war also nochmal der Exotentipp heute, brasilianische Liga. Grüße nach Brasilien an alle Menschen, die mich dort kennen und dass sie jetzt gucken. Es werden wenige sein, das weiß ich. Aber vielleicht erwischen wir den einen oder anderen. Was haben wir außer Fußball noch im Angebot? Zum einen gucken wir zum Tennis rüber natürlich. Da gibt es ja derzeit den Billie Jean King Cup. Da ist jetzt diese Vorrunde zu Ende gegangen. Deutschland verliert gegen Frankreich 0 zu 3. Es ist bedeutungslos, aber es ist trotzdem halt echt schwach. Zweimal 0 zu 3. Das heißt, die Deutschen haben jetzt kein einziges Match gewonnen dort. Das war schon eine eher traurige Vorstellung. Für Frankreich war es aber auch egal, weil Italien stand ja schon als Gruppensieger fest. Wir hatten es gestern davon. Frankreich schlug Slowenien mit 2 zu 1. Dadurch haben wir jetzt, Quatsch, Kasachstan schlug Slowenien mit 2 zu 1. Dadurch hatten wir jetzt in dieser Gruppe die Konstellation, die ich gestern schon beschworen habe, nämlich alle 3 Teams, eins gewonnen, eins verloren. Gleiche Matchanzahl, nämlich immer mit 2 zu 1 gewonnen. Und dann ging es über den Satzdifferenz. Und die hat dann Slowenien gewonnen mit 9 zu 6 Sätzen vor Kasachstan und Australien. Ich mag den Modus nicht, tut mir leid. Spanien schlägt Polen mit 2 zu 1. Das war auch unerheblich, weil da Kanada schon weiter war in der Gruppe. Und dann gab es noch Tschechien, USA. Da ging es direkt Duell um den, ich lasse mal Wörter weg, da ging es direkt Duell, im direkten Duell, Jochen, Mensch, um den Gruppensieg. Und es war richtig interessant, die Einzel 1 zu 1. Und dann ging es im Doppel um die Wurst. Und das Doppel ging dann aber an die Tschechinnen. Und damit also der von mir ja zu Beginn schon als Favorit ausgerufene Favorit. Jetzt auch im Halbfinale, also Tschechien, Slowenien, Kanada, Italien haben wir noch mit am Start und die spielen heute wie folgt gegeneinander auf Tennis Channel das Ganze zu sehen. Wer Lust hat zu gucken, ist noch nicht ausgemacht, wer wann spielt oder spielen die beide um 10? Wenn ich das hier so richtig, sind beide für 10 Uhr angesetzt, Slowenien gegen Italien und Tschechien gegen Kanada. Kann das heißt, sie parallel spielen. Guck mal rein bei Tennis Channel, vielleicht findet, also 10 Uhr auf jeden Fall ein Spiel davon, vielleicht sogar beide. Und wenn nicht, ist das andere halt dann wann anders.
aber es wird irgendwann gespielt. Das kann ich euch versprechen. Und auf Tennis Channel übertragen. Dann Herrentennis noch kurz. Wir haben Jan-Lennard Struff, der sein Finale wieder, ver also, das heißt, wieder verpasst. Er war schon mal im Finale, aber er hat es verpasst in Sofia gegen Draper in zwei Sätzen raus. Bisschen schade. Der trifft jetzt wiederum auf Manarino im Finale. Das Finale von Metz bestreiten Schewtschenko und Humbert. Das gibt es live zu sehen auf Sky Tennis, wenn das jemand heute sehen möchte. Jetzt ehrlich, das will aber niemand sehen, oder? Bitte Kommentar schreiben, wenn ihr das gucken wollt. 14 Uhr auf Sky Tennis. Und im Doppelfinale, da stehen Nüs Zielinski gegen, nicht gegen Mies Helyovara. Denn gestern habe ich noch gesagt, wir haben ja das zweite, die Geheimwaffe, das zweite deutsche Team, das komplett deutsche Team, nämlich Konstantin Franzen und Hendrik Jevens. Die haben gewonnen gegen Mies Helyovara und das war eine Schlacht. 7-6, 6-7 und dann ging es im Match-Tiebreak, den haben sie mit 10 zu 5 gewonnen und stehen damit verdient im Endspiel. Glückwunsch und alles Gute euch. Bis gestern noch unbekannterweise, aber jetzt natürlich sind wir Fans alle hier geworden für dieses Endspiel. So, Alba Berlin verliert in der Basketball Euroleague gegen Panathinaikos. Chicago Bears gewinnen gegen die Carolina Panthers in der NFL in einem nicht wirklich interessanten Thursday Night Game. Und in der Volleyball-Bundesliga gewinnt Berlin das Topspiel gegen Friedrichshafen mit 3 zu 0. Das waren noch drei Ergebnisse, die mir noch von gestern auf der Zunge lagen. Bahnrad Champions League in London läuft noch. Da habe ich noch keine Ergebnisse für euch. Kann aber schon mal sagen, dass wir heute die beiden Spiele, die ich gestern versprochen habe, im Super Globe im Handball haben. Und zwar Barcelona gegen Füchse Berlin 17:30 und dann um 7:15 Magdeburg gegen Jelse. Aber ihr braucht ein spezielles Abo, um das zu sehen. Ergebnis gibt es morgen bei mir. Dann Eishockey. NHL heute zu sehen bei Sky. Zwei Spiele zu normalen europäischen Abendzeiten. 19 Uhr Detroit gegen Columbus und um 21 Uhr Winnipeg gegen Dallas. Da könnt ihr also einen Doppelpack euch bei Sky heute legen. Dann gibt es den Grand Slam of Darts, der startet mit den Gruppenspielen. Ihr wisst ja, das ist dieses Turnier, wo in Vierergruppen gespielt wird, jeder gegen jeden. Die ersten beiden kommen dann in die K.O.-Runde, die anderen beiden scheiden aus. Wir haben aber nur einen deutschen Teilnehmer dieses Mal am Start, Ricardo Pietrezco. Der spielt zum Auftakt gegen Damon Hitter. Das steht bereits fest und da haben wir da auch einen Spielplan genauen. Irgendwas raus zu. Genau, gleich im ersten Spiel um 14 Uhr geht's los. Hitta gegen Petrescu. Da könnt ihr gleich loslegen. Live zu sehen auf The Zone und auf Sport 1. Genau, so ist es. In der Nachmittagssession. Da gibt es dann unter anderem auch noch Gervin Price in der Session zu sehen. Johnny Clayton wird dabei sein, Nathan Aspinall. Und dann gibt es die Abendsession ab 20 Uhr auf The Zone und noch nicht auf Sport 1. Im Stream nehme ich an, aber im linearen Fernsehen noch nicht, weil die zeigen ja zweite Liga. Die steigen erst ab 23 Uhr ein zum Spiel von Michael van Gerwen gegen Fallon Sherrock. Das wird es dann sein am 23 Uhr auf Sport 1, das erste Spiel. Dann fehlen aber schon die Spiele von Peter Wright, von Gary Anderson, von Rob Cross, James Wade. Also wer da Bock auf Darts hat, der sollte auf The Zone gucken. Abschluss des Abends natürlich auch mit Michael Smith. So. Wintersport gibt es Neues und zwar für die Skifahrfreunde. Es soll wieder losgehen an diesem Wochenende, so richtig. Jetzt hat man ja schon dieses eine vorgezogene Rennen da im Oktober gehabt, was noch keinen so richtig interessiert hat in Sölden. Jetzt also geht es langsam aber wieder in den wöchentlichen Rhythmus. Es startet mit zwei Abfahrtsrennen der Männer in Zermatt heute um 11:30 Uhr und zwei Slaloms, Slalöme. Was gibt es im Plural von Slaloms? Zwei Slaloms. Gefällt mir nicht. Zwei Slalome der Frauen, das mag ich, glaube ich. In Levi, in Finnland, da geht's los. Erster Lauf um 10 Uhr, zweiter Lauf um 13 Uhr. Zu sehen beides oder alles besser gesagt auf Eurosport 1 und auch live im Fernsehen. Das war aber nicht im ersten oder im zweiten, sondern im Bayerischen Rundfunk. Die zeigen heute, die haben eine riesen Sportstrecke heute. Die fangen um 10 Uhr an mit Wintersport, Slalom, dann 11:30 Uhr die Abfahrt, dann um 13 Uhr wieder Slalom und um 14 Uhr dann Saarbrücken gegen 1860. Haben wir noch mehr? Nö. Ein Riesenprogramm heute da auf diesem Sender. Toll, freue mich für den Bayerischen Rundfunk. Also wer Lust hat auf Ski Alpin, wird dort fündig werden. Oder wie gesagt, Eurosport 1, das ist ja auch immer eine gute Adresse für Wintersport. So, dann gibt es heute in der Basketball-Bundesliga 18:30 Göttingen-Hamburg und Oldenburg gegen Ulm sowie um 20 Uhr Heidelberg-Würzburg und Vechta-Crailsheim. Alles auf Dein Sports natürlich. Handball-Bundesliga mit einem Spiel, der Bergische HC gegen HSV um 19 Uhr, ebenfalls auf Dein Sports. Champions League der Frauen mit Bietigheim gegen Győr, 20 Uhr auf The Zone zu sehen. Und dann haben wir noch, was haben wir noch?
Chiapin hatten wir schon. Nee, das war's. Ah ja, der hier, NBA wollte ich noch erwähnen. Stimmt. In der Nacht gibt es noch ein NBA-Spiel auf Pro 7 Max zu sehen im Rahmen von Run NBA Live. Und zwar um Punkt 0 Uhr geht's los. Die Milwaukee Bucks sind zu Gast bei den Orlando Magic. Das ist die NBA heute Nacht live im Free TV. Ich bin durch. Viel Spaß beim Gucken, was ihr euch heraussucht aus dem ganzen Zeug. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem Programm vom Sonntag und Ergebnissen vom Samstag. Wir packen da alles wieder, wie ihr gewohnt, schön zusammen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, abonniert diesen Kanal. Ich warte immer noch auf meinen 400. Abonnenten oder Abonnentin oder Abonnentengruppe. Weiß nicht, wer da noch so alles vor dem Kanal sitzt. Ich freue mich jeden Tag, wenn ihr vorbeischaut und bedanke mich dafür. Und gerne bis morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Ciao.